Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Need for Speed Heat Video. Ja, heute mal Tuning ganz anders. Ich möchte heute mal ein Auto-Tune und... Hört sich ja wie Auto-Tune. Ja, auf jeden Fall möchte ich mal heute etwas machen. Ja, ich nenne das mal ein Tuning der anderen Art. So, warte mal, wo ist der? Ja, das ist der auf jeden Fall, genau. Den kaufe ich jetzt. Der Wagen ist im Einkauf recht günstig. Den Mitsubishi Lancer Evolution X von 2008. Und glaubt mir, wenn ich sage, dieser Wagen wird so gleich nicht mehr aussehen. Denn diesen Wagen werden wir jetzt mal ausschlachten. Ja, ihr habt richtig gehört. Diesen Wagen werden wir mal ausschlachten. Der wird gleich nicht mehr so schön aussehen. Oh Moment, ich habe gerade hier den Grafikfehler, den möchte ich nicht haben. So, der Grafikfehler ist weg. Dann kann das Tuning jetzt beginnen. Ich fange aber an bei dem Leistungstuning und packe mir den Wagen mal auf, was machen wir denn? Offroad oder Rennen? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare packen, was ihr besser finden würdet, Offroad oder Rennen? Natürlich allein von der Optik her und der Wagen ist halt einfach für Offroad gemacht, finde ich. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr den als Offroad-Wagen habt oder als Rennwagen oder Drift oder wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr den Wagen spielt. Ich werde den jetzt mal auf Offroad tunen. So, jetzt erstmal natürlich alles Ulti reinpacken. So, Ulti plus alles. Natürlich, wenn man es freigeschaltet hat, alles so hoch es geht. Ach Quatsch, warte mal, ich packe hier rein und packe hier rein. Ich muss mal gerade gucken, welcher Motor überhaupt da drin ist. 603, 918 maximal. Nee, das ist jetzt erstmal Quatsch. Warte mal, was haben wir da? 1009, 1017, 1008, 33, 1069. 1069, 3,8 Liter Sechszylinder Boxer mit 599 PS. Geht auf 1069 maximal. Mal gucken. Den nehmen wir mit 1069. So, und dann hier gerade nochmal die ersten drei. Ist ja nicht so schlimm. Kurbelwelle. Dann haben wir noch das Steuergerät. Kommt auch rein. Klatsch, klatsch. Alles da reinpacken hier. Kühlung machen wir natürlich auch. Ulti Plus. Und komm. Und so, Auspuff kommt auch Ulti Plus. So, da müssen wir jetzt mal gucken, was hier am besten ist. Da ist dann der Doppelturbolader am besten geeignet. Hier nehme ich jetzt natürlich den vorletzten, 5x 1,4 Kilo Tanks. So, und jetzt gehen wir natürlich komplett auf, jetzt wollte ich Drift sagen. Ja, guten Morgen. Natürlich auf Offroad. Mal gucken, ob wir hier auch super Offroad haben. Strecken, Rallye. Ach, Rallye ist auch, geht auch klar. Machen wir Rallye. Komm. Ich glaube, das passt auch so. Warte mal, Rallye. Ja, das passt. Sonst müssten wir wieder runtergehen auf Dingens Offroad. Guck mal, das würde auch ein Minus machen von 0,2. Dann passt das schon mit Rallye. Bremsen kommen natürlich Elite rein. Klar, wenn man es frei hat. Dann auf jeden Fall, Elite-Bremsen rein. Reifen möchte ich jetzt natürlich voll auf Offroad. Und da ist das nicht ganz so schlimm, wenn oben mal auf Minus geht. Drag auf keinen Fall, weil dann hebt der Wagen vorne ab, wenn man NOS drückt. Da habe ich keinen Bock drauf. Streckenreifen wären natürlich 380, ne? Hätten wir jetzt eine Wagenwertung von 380. Und die Beschleunigung würde auf 9,2 hochgehen. Aber wie gesagt, ich möchte bei dem Wagen hier auf Rallye gehen. Dann geht er auf 8,9 und verliert bei Geschwindigkeit 1,0. Das ist aber nicht so wild, weil im Rallye ist man eh nicht ganz so schnell wie auf Rennstrecke. Deswegen packe ich den Wagen auch wieder hier komplett auf Rallye. Also den Wagen, sage ich schon. Den Reifen packe ich auch komplett auf Rallye. So, jetzt gucken wir mal hier die Kupplung. Warte mal. Da ist auch wirklich das Teuerste, das Beste. Elite Plus. Ist ja halt nicht immer so, ne? Man hat ja noch andere Werte, wenn man hier mal schaut und so. Guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel Elite einbauen, 7 Gang, dann verlieren wir hier zum Beispiel 0,4 km/h. Aber das passt schon so, weil, naja, ihr seht, super, ist 5 Gang, ist eingebaut. Pro verliere ich was, oben die Wagenwertung geht runter, sogar um 11. Hier verliere ich eigentlich die Geschwindigkeit um 0,4, da habe ich keinen Bock drauf. Und hier geht die Wagenwertung sogar runter. Deswegen bleibe ich hier bei super. Und jetzt gucken wir mal das Differential. Da möchte ich den Wagen schön hoch haben. Hier geht er natürlich hoch, die... So, an der Stelle hatte ich gerade leider auf der gewählten Festplattenpartition keinen freien Speicher mehr, so dass die letzten paar Sekunden weg waren. Wir sind stehen geblieben beim... Oh, wo sind wir denn stehen geblieben? Beim Differential, genau. Da hatte ich gesagt gehabt, dass ich den Wagen schön hoch haben möchte und habe mich dann für das Rallye-Differential entschieden und kann euch auch erklären kurz nochmal, warum. Wenn ich jetzt hier auf Speedcross gehe,
Dann habe ich nochmal den Minus von 0,10. Habe also mit dem Rallye-Differential natürlich weniger Verlust als wie mit dem Speedcross-Differential. Und Showcase und Strecken kommt ja nicht in Frage, weil ich ja mit dem Wagen Offroad fahren möchte. Und deswegen habe ich mich hier für das Rallye-Differential entschieden. Der Wagen steht schön hoch und bei den Hilfs-Items habe ich dann das Reparaturkit genommen. Das Elite-Reparaturkit mit zwei Aufladungen und passiv habe ich die Schadensreduktion genommen, die dann in dem Fall ganz hinten ist, wenn man nach ganz hinten geht. Genau, und das war das jetzt auch mit dem Leistungstuning. Wir haben jetzt 1035 von den 1069 möglichen PS erreicht. Also das heißt, wir haben ja kein Rennauto gemacht. Wenn wir ein Streckenfahrwerk und das alles genommen hätten, dann hätten wir natürlich die 1069 PS komplett ausschöpfen können. Brauchen wir aber nicht, weil wir Rallye fahren und da brauchen wir das nicht. 1035 PS mit einem Rallye-Wagen ist schon verdammt krass. Also geht's jetzt mal ans Optische. Und Leute, wie versprochen, diesen Wagen schlachten wir jetzt aus. Und da machen wir was ganz Besonderes draus auf jeden Fall. Das wird eine besondere Optik. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, aber ich habe letztens was gesehen, wo ich mir dachte so, what? Wie geil, Alter. Und es funktioniert echt. Also wir gehen jetzt erstmal auf die Karosserie. Jetzt pass mal auf, was ich mache. So, den Heckstoßfänger konntet ihr gerade sehen, habe ich gerade entfernt. Und ich würde mal sagen, weiter geht's, ne? Zack, guckt euch das an, wir haben die Seite auch entfernt. Und jetzt ist der Frontkotflügel weg. Und Leute, was soll ich sagen? Also, und jetzt ist die Front auch weg. Also, ich habe euch, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Jetzt ist der Wagen schon ziemlich geschlachtet, oder? Schaut euch das mal an. Das ist doch wohl auf jeden Fall ein Schlachtcar, oder? Also, hier, Stocker Rally kann kommen, oder? Oder was geht? Ganz ehrlich, Stocker kann kommen. Ja, Mann. Jetzt noch mit einem fetten Überrollbügel oder so, das wäre doch richtig geil. So, und jetzt geht's erstmal ans Tuning. Jetzt gehe ich erstmal hier. Warte mal, Stance, wollen wir den runtersetzen? Nein, den Wagen wollen wir nicht runtersetzen, ne? Auf gar keinen Fall. Komm, machen wir mal hier ein bisschen, wie nennt man das? Änderung speichern. So, warte mal. Wie nenne ich das jetzt mal, wenn ich die Räder nach außen knicke? Einfach kacke, oder? Ja, aber komm. Gut, ist nicht so übertrieben. Es hält sich noch im Rahmen. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. So, jetzt gehe ich mal hier an die... an die Frontscheinwerfer. Komm, die machen wir schwarz. Einfach runterballern. Einfach schwarz hier. So, warte, was haben wir hier noch? Was haben wir hier für schöne Hauben? Oh ja, schick. Komm, einfach draufballern hier. Die Scheiben. Komm, die machen wir dunkel. Eieiei. Nee, komm, nein. Die lassen wir hell. Damit das schön durchsichtig ist. Ja, doch, die lassen wir auf jeden Fall hell. Was haben wir hier? Nein. Das lassen wir ab. So, was haben wir denn da für einen schönen Spiegel? Wie das aussieht. Geil. Ja, hängt erstmal voll in der Luft. Ey, Leute, guck mal, der Spiegel hängt erstmal in der Luft. Ich finde das auf jeden Fall richtig geil. So, ne, komm, nehmen wir hier den kleinen Spiegel. Das passt schon. So, was haben wir denn hier für einen Seitenschweller? Oh ja, komm. Guck mal, wie das aussieht. Vorne hängt das hier alles schön in der Luft. Zack. Wobei der auch geil aussieht. Ne, komm, wir nehmen das hier. So richtig schön kaputten, weiß ich nicht, Style. Also, ich habe gerade kein passendes Wort dafür. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Vielleicht habt ihr ein passendes Wort dafür. Also, ne? Immer gerne in die Kommentare. So, was haben wir denn jetzt hier mit dem Diffuser? So, komm, da packen wir irgendwas Komisches dran. Das große Ding, nee. Hier, komm, nee. Aber, obwohl, oder? Ja, doch, komm. Kloppen wir den da dran. So, was haben wir denn hier noch? Können wir den... Soundsystem, ey. Macht gar keinen Sinn, aber... Ey, egal, komm. Spoiler. Ja, Spoiler können wir auch komplett entfernen. Geile Sache. Wie cool, ey. So, Spoiler haben wir weg. Jetzt das Dach, können wir das auch entfernen? Nee, leider nicht. Komm, da packen wir uns so einen komischen Grill hier drauf. So, was haben wir hier denn noch? Ach komm, wir machen nochmal einen dicken, fetten Auspuff. Komm, auf jeden Fall voll übertreiben. Alter Schwede, da kann man das fette Rohr auf jeden Fall schon mal sehen. Richtig geil. Guck mal, jetzt kann man die Auspuffrohre auch mal sehen. Richtig fett auf jeden Fall. Ja, komm hier, da packen wir sowas Fettes drunter. Halt. Ja, komm. Der kommt da auf jeden Fall. Oder? Oder machen wir... Ja, komm, wir nehmen die lang hier, oder? Oder nehmen wir die? Komm, wir nehmen einfach die hier. Die gucken schön nach oben. Die pusten bestimmt hier raus. Ich werde euch zeigen, wie ich blase. Also... Die pusten bestimmt wunderbar hier raus. So, was haben wir denn jetzt noch? Komm, jetzt machen wir irgendwelche hässlichen Felgen noch.
Komm, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Was haben wir denn hier für schöne, hässliche Felgen? Auf jeden Fall irgendwas nehmen, was gar nicht dazu passt. So, komm, was nehmen wir denn hier? Nehmen wir irgendeine Tiefbettfelge, aber Tiefbettfelgen sind eigentlich alle geil, ne? Ich wollte irgendwas Dickes, Fettes haben. Nehmen wir die, mal gucken, ob die Farbe... Wobei, die Felgen sind irgendwie gar nicht hässlich. Ich dachte, komm, nehmen wir irgendwelche hässlichen Felgen. Ach komm, nehmen wir die hier, die sehen so ein bisschen aus wie... Warte, 91 war das? Felge 91. Warte, dann gehe ich hinten auch nochmal gerade auf Felge 91, damit ich das nicht vergesse. So, ja, warte, Felgen wechseln. 91 war das. So, da ist sie, Felge 91. Lol, Alter, wie das aussieht. So, was machen wir denn hier jetzt an Farbe? Farbe gucken wir noch gar nicht. Wir gucken jetzt mal die Bremsscheibe. Nehmen wir hier einfach die vorletzte. Ich erkenne das gerade gar nicht richtig, weil die Felgen so heftig zu sind. Dann gehe ich jetzt auf Bremssattel. Bremssattel nehmen wir mal schwarz, ne? Oder? Komm, nehmen wir einen schwarzen, nehmen wir einen schicken schwarzen Bremssattel hier. Nehmen wir den Wildwood Nummer 9. Genau, den nehmen wir. Dann machen wir das vorne genauso. So, Bremssattel, Wildwood Nummer 9. Genau. Dann hatten wir hier die Bremsscheibe, die vorletzte. Passt auch. So, warte mal, den Reifen. Machen wir den jetzt ganz groß, oder? Größe ändern, genau. Komm, das gucke ich mir mal an. Warte mal. Sieht ja schon ganz komisch aus, so mit der Schrift da drauf. World Racing. Das sieht ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Warte, dann mal gucken, was wir hier für Bereifung nehmen. Halt, nein, nein, nein. Oh, warte mal. Warte mal, das geht... Alter Schwede, nein. Wie sieht das denn aus? Oh ja, guck mal, komm, Carbon, ja, dann passt das zum... Ja komm, den nehmen wir auf jeden Fall. Brauchen wir gar nicht weiter gucken, was es da noch gibt. Wie geil das aussieht auf jeden Fall, ey. So, warte mal, was war denn jetzt hier noch? Achso, Bereifung jetzt, die Bereifung gucken. Die 15, die ist doch ganz geil. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Ne, 14 ist zu schmal. Komm, wir nehmen einfach die 15. Egal, die hat zwar keine Schrift außen, aber die ist so glatt außen. Das sieht schon voll komisch aus. Das nehmen wir hinten auch. So, anderen Reifen. Das war Nummer 15. Und ja, so, komm her, komm. So. Wie das aussieht. Das sieht so komisch aus. Das sieht so strange aus. Ja, aber guck mal, Leute. Ey, das hat was. Auf jeden Fall hat das was. So, jetzt gehen wir mal auf den Auspuff-Sound. Komm, machen wir. Hier, komm, anmachen den Wagen. Und jetzt mal hören. So mache ich den. Alles klar. Ja, das haben wir ja schon eingesteckt gehabt. Aber jetzt, warte mal, komm, machen wir noch, haben wir noch ein bisschen mehr rein hier. Machen wir komplett, ey, komm, scheiß drauf. Aber ey, das sieht so affig aus. Das sieht so kacke aus, dass es schon wieder geil ist. Guckt euch das an, ey. Jetzt mal ohne Scheiß, das sieht schon wieder so kacke aus, dass es geil aussieht. So, was haben wir denn jetzt hier nochmal? Optik-Tuning, Effekte, komm, Nitrofarbe. Hauen wir hier irgendwas Blödes rein, komm. Wobei, nein, komm, eine Nitrofarbe darf ich schreiben. Regenbogen-Nitro. Okay. Komm, wir hauen den Regenbogen-Nitro rein. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, weil ich es noch nie benutzt habe, aber komm, scheiß drauf. Dann kriegt er noch, komm, machen wir einen grünen Reifenqualm hier, so quietschgrün. Dann kriegt er Neon, machen wir Jingle Bells hier, ist ja gerade ganz aktuell. Luftfederung bekommt er nicht, weil wir den ja nicht tiefer legen wollen. Alles klar, reinhauen hier. So, was können wir noch verändern? Wir können auf jeden Fall die Lackierung noch ändern. Die Folie und die Farbe. So, oh wow, ja, gelb sieht schon mal geil aus, aber wir wollen natürlich was Verrücktes haben. Also, ich glaube, das nehme ich. Oder wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Oh, schillernd hat natürlich auch was. Ja gut, fällt jetzt nicht so heftig krass auf, aber sieht auch geil aus. Na, was haben wir denn hier so? Nee, das ist mir zu schlicht. Wobei das mit den Schattenwürfen jetzt natürlich auch richtig geil aussieht, ehrlich gesagt. Ja, der Schattenwurf ist natürlich schon richtig geil. Komm, das oder das? Das oder das? Warte mal. Gucken, wie der Effekt so von den Farben ist. Ja, das sieht schon richtig geil aus, ey. Wobei das aber auch... Ich nehme mal das hier und dann schaue ich mir mal an, was die einzelnen Farben hier ausrichten. Ja, das sieht schon richtig... Alter Schwede, sieht das geil aus. Okay, das sieht natürlich richtig fett aus. Ich glaube, das nehme ich. Oder warte mal, ich guck mal hier weiter.
Nee, nee, das passt schon. Ich nehme das. So, dann gucken wir jetzt mal hier ein paar schöne Decals. Auf die Windschutzscheibe kommt natürlich... Wer schon länger meine Videos schaut, der weiß, was da drauf kommt. Das drehe ich jetzt um auf 180 Grad. Ja, so passt das. Jetzt die Farbe ändern. Komm, machen wir irgendwas Verrücktes. Warte mal. Ne, komm, wir machen auch die Farbe. Genau, die machen wir auch. Und dann tue ich jetzt noch was da hinzufügen. Genau, machen wir mal den hier. So, komm schon. Farbe ändern. Ja, passt. So. Ja, alles klar. Und jetzt kommt noch mein Name vorne drauf. So, dann haben wir hier die Schrift. In Folie verpackt natürlich nicht. Alles klar, die Schrift kann ruhig weiß bleiben. Alter, wie krank dieses Auto aussieht. Richtig geil. Naja gut, an der Seite brauchen wir natürlich jetzt, glaube ich, nichts machen. Heckscheibe auch nicht. Mal schauen, ob wir hier überhaupt noch irgendwas machen können. Okay, warte mal, das fällt ja kaum auf. Oben auf Haube haben wir es auch nicht. Hinten dran haben wir das. Aber egal, komm, nehmen wir. Und jetzt gucken wir mal wegen der Farbe. Hat auf jeden Fall. Hat was, auf jeden Fall. Hat was. Gehen wir mal in Richtung Gelb irgendwie. Ne, warte mal, Quatsch, wir gehen nicht in Richtung Gelb. Wir gehen mal in diese Richtung, weil der Wagen schimmert oben drauf ja auch irgendwie so ein bisschen lila. Dann gehen wir mal in die Richtung, aber nicht so... Ne, das ist mir zu hell, zu hell sag ich schon, zu kräftig. Es muss ein bisschen anders sein, von dem Farbton her. Ja, so ist okay. Das ist auf jeden Fall okay. Was haben wir denn hier noch? Dach oben. Komm, da klatschen wir auch irgendwas Schönes drauf. Naja, mehr oder weniger. So, komm, hauen wir da mal irgendwie... Ah, warte mal. Ja, wie cool, das können wir vorne auch drauf knallen. Kommt das hier auf eine Motorhaube? Oh, das ist ein bisschen größer. Ja, das machen wir auf jeden Fall so. Alles klar, das nehmen wir so. Und gucken mal wegen den Farben. Achso, da ändert sich nur da oben das. Okay. Dann packen wir das so. Und dann einen noch hinzufügen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Asozial, komm. Ja, wie geil. Ab aufs Dach hier, asozial. So, auf 180, ganz genau. So, asozial. Genau in die Mitte packen hier. Richtig geil. Ja, Mann, das sieht doch fett aus. Ich will aber noch eins nach oben haben. Irgendein crazy Shit auf jeden Fall. Was haben wir hier denn Schönes? Hässliches. Ah ja, warte mal, das ist doch geil. Warte, hier. Das ist doch auf jeden Fall fett. So, hier größer. Nochmal genau auf Mitte. So ungefähr. Ja, das kommt ungefähr hin. So, warte. Halt, ich will die Farbe ändern. Ach, Farbe kann ich nicht ändern. Ja, schade, egal. Dann, ja, so rum, okay, so rum passt das. Ja, sieht doch schon mal richtig geil aus auf jeden Fall. So, warte mal, Heckscheibe. Kann ich die Heckscheibenfolierung vielleicht auf die hintere Dings machen? Auf die Kofferraumhaube? Das wäre doch ganz geil, wenn das funktionieren würde. Mal gucken. Nee, geht leider nicht. Schade. Hätte ja klappen können. So, das kommt dahin. Kann man da die Farbe ändern? Nee, leider auch nicht. Sieht aber auf jeden Fall schon mal sehr crazy aus, der Wagen. Ja, komm, machen wir so. Nee, 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 nicht nur an die vorderen. Warte, auch an alle hier. An alle Felgen anbringen. So, und jetzt die Sekundärfarbe. Jetzt wollen wir mal gucken. Und schwarz. Nee, nehmen wir schwarz. An alle Felgen anbringen. Ja, Mann, auf jeden Fall. Also, wenn der Wagen nicht auffällt, dann weiß ich auch nicht. Guckt euch diesen Wagen an. Ich glaube, der ist fertig. Ja, ich glaube. Warte mal. Hinten möchte ich diese Optik noch ein bisschen verändern. Warte mal. Ich habe hier hinten noch dieses Decal drauf. Da passt jetzt die Farbe irgendwie dann doch nicht mehr. So, warte. Ich will von dem Decal die Farbe ändern. Und zwar gehe ich da auf schwarz. Genau. Und dann ist das geändert. Und ich würde sagen, der Wagen ist fertig. Wie geil auf jeden Fall. Richtig, richtig, richtig cool. Schaut ihn euch an, den Wagen. Oben asozial. Also das sieht doch richtig witzig aus. Haben wir hier ein bisschen was hergezaubert. So, machen wir mal an. Dann gehen auch die Scheinwerfer vorne an. Richtig schick auf jeden Fall. Hinten die Rückleuchten sind jetzt angegangen. Oh, man sieht die kaum. Aber. Ja, okay. Doch, doch. Sieht man schon. Alles klar. So, ich würde sagen, raus auf die Straße damit. So, auf dem Weg zum Rennen geht der Wagen auf jeden Fall schon richtig gut ab hier.
Ihr könnt sehen, wie der Wagen hier schon abgeht. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also der Wagen war schon auf jeden Fall bis jetzt eine gute Wahl. Ja gut, was heißt bis jetzt? Ich bin jetzt nur gerade hier hingefahren. Aber halt nicht so weit springen. Ey, der hat eine Beschleunigung, die ist schon krass. Muss ich sagen. Aber das kann man am besten in einem Rennen testen. Und ich würde sagen, ey, los geht's. Ich bin so gehypt drauf. Ey, der Wagen ist geil. Der sieht so geil aus. Das sieht einfach, guckt euch das an, wie das aussieht. Das sieht richtig falsch aus. Jetzt sind die Felgen aber eigentlich ganz geil in deiner Aufnahme. Ja, ich wollte eigentlich hässliche Felgen haben. Und hier, Alter, guckt euch diese Beschleunigung von dem Wagen an. Ist ja nicht normal, ey. Richtig geil. Alter Falter. So, hier, geh mal weg da. Aha, da ist er in normal. Hier, geh mal weg da. Aha, da ist er in normal. Habt ihr gesehen? Wie geil ist denn das, ey? So, hier rum. Okay, alles klar. Hat easy peasy geklappt hier. Boah, ist das ein geiles Auto. Hätte ich nicht gedacht. Wow. Könnte man diesen Wagen ein Offroad-Monster nennen? Also, anhand der Optik auf jeden Fall. Ey, guckt euch dieses Auto an, wie geil das aussieht. Ey, wenn das nicht geil ist. Richtig, richtig gut auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall cool. Und kleine Eigenwerbung hier noch am Rande. Wenn jemand noch eine Crew sucht, Marvin Kino YT3 ist meine dritte Crew. Ihr seid auf jeden Fall willkommen, mit in die dritte Crew zu kommen. Sie ist auch noch nicht 50. Sie ist, dauert nicht mehr lange. Wir sind jetzt, weiß ich gar nicht mehr, welches Level, 42, 43, irgendwie sowas. Und sind, glaube ich, so um die 25 Mitglieder. Also ein paar Plätze sind noch frei. Wenn ihr Bock drauf habt und noch keine Crew habt oder ihr seid nicht zufrieden mit eurer Crew oder ihr wollt mal mit uns hier zusammen zocken, dann könnt ihr das echt auf jeden Fall gerne tun und könnt auf jeden Fall der Crew beitreten. Solange wir noch Platz haben, wird auch noch angenommen. Mal gucken, ob vielleicht noch eine vierte gegründet wird. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, weil ich denke, mit drei Crews ist man schon recht gut bedient. Und die werden auch regelmäßig aussortiert. Das heißt, also so richtig inaktive Leute, die kommen auch auf jeden Fall raus. Und dann haben wir wieder Platz für neue, die da echt Bock drauf haben. Deswegen immer mal nachfragen. Es kann immer mal wieder sein, dass ein Platz frei ist. Guck mal, ich überrunde die ja alle schon. Und dann kann jemand rein. Aber wie gesagt, in der dritten Crew ist auf jeden Fall noch ein Platz frei. Ein Platz frei, natürlich. Guten Morgen, Marvin. Sind auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei. Wenn ihr Bock drauf habt, gerne beitreten. Ihr könnt mir natürlich auch gerne kostenlos ein Abo hier lassen, ne? Und einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann macht mal hier den Like-Button da, den Daumen, den macht mal blau. Blau sieht ja viel, viel schöner aus. Und ja, dann haben wir es ja auch gleich geschafft. Halt. Dadurch, so, komm. Ah, der ist aber auch schön, der Wagen da, ne? Guckt euch mal den zweiten Platz an. Drei. Oh, ja, cool. Jetzt habe ich mich auf den Wagen konzentriert, ey. Lol, Alter. Egal. Boah, guck mal, der zweite Platz auf jeden Fall erstmal 3 Kilometer so hinter mir. Ja, auf jeden Fall meine absolute Empfehlung, der Wagen. Der Mitsubishi Lancer Evolution X aus dem Jahre 2008. Egal ob jetzt so als Stocker, ich nenne ihn mal Stocker. Egal jetzt ob als Stocker oder ob ihr den richtig tunt. Das ist ja euch überlassen. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat sich gerade echt bewährt. Der Wagen fährt richtig, richtig gut im Offroad. Es hat mir richtig großen Spaß gemacht. Und ich appelliere auch echt nochmal an EA und Ghost Games und so weiter. Bitte macht mehr Rennen davon rein. Bitte mehr Offroad. Es wäre so geil. Ja, aber Leute, jedes Video muss mal ein Ende haben. Dieses ist jetzt auch vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und lasst mir ein Abo da, wenn euch mein Content gefällt. Und wenn es euch gefällt, was ich hier so von mir gebe und was ich hier so verzapfe, was ich hier so quatsche und so. Ja. Dann bin ich jetzt raus, hab alles gesagt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Marvin Kino. It's all about humanity.